Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir wollen nicht so viel Zeit verlieren mit dem Intro, deswegen ganz schnell, aber nichtsdestotrotz weniger wichtig. Der Risikohinweis. Bitte dieses Webinar wie immer nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Thorsten uns heute zeigt. So, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg. Und nun? Nun machen wir das nicht. Wir machen das. So, deine Plattform ist zu sehen. Dass Nelson meistens morgens etwas später kommt. Weil sonst wären die Leute ja schon alle da und jetzt kommen immer noch Leute hier rein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier morgens sonst immer warten muss, bis Nelson oder Wolle oder egal wer dann hier auftaucht. Hättest du mir einfach früher gesagt, dass du dich umoperieren lassen wolltest, dann. Ja, genau, da war das Problem. Ich habe meine feminine Ader heute Morgen mal ausgetestet und habe mich heute Morgen als meine Frau angemeldet, wollte mal gucken, ob ihr das überhaupt merkt. Ich bin auf den falschen Link gegangen und deswegen hat Nelson mich auch nicht gefunden. Das ist aber schön, das zu wissen, dass das geht, dass er mich dann nicht findet. Dann kann ich auch mal inkognito hier hineinluschern, ne? So, jetzt werden wir das Fragenfenster hier rausnehmen. Um 28 mal guten Morgen. Ja, genau. Jo. So, Andreas. Wir beide reden noch ein Wörtchen. Nach Frankfurt. Nein, ist nicht. So, wir nehmen. Solange der Ton und so weiter okay ist, wenn irgendwas nicht okay ist, schreit. Aber ansonsten fuscht der Nelson ja auch mal dazwischen, ne? Das ist dann seine feminine Ader, wenn er einfach mal dazwischen quatscht. So. Wir haben hier noch ein bisschen was offen. Der Markt scheint sich so langsam zu beruhigen und auf die Osterfeiertage vorzubereiten, um das am Rande gleich mal hier anzubringen. An dieser Stelle den organisatorischen Teil mal ganz kurz vorzuziehen. Wir machen ja die Webinare noch diese und nächste Woche alle unsere Webinare kostenlos. Erstmal danke, dass das Interesse so zahlreich ist. Das werden wir auch bis nächste Woche Donnerstag noch so handhaben, solange wie alle oder das Gros zu Hause festgesetzt ist, inklusive mir, so lange werden wir diese Nummer durchziehen. Also, wenn hier jemand dabei ist, der das noch nicht weiß oder noch nicht macht, der kann sich gerne bei uns anmelden. Wir machen die morgendlichen Webinare grundsätzlich um 7.45 Uhr, so auch nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Die Nambras-Webinare legen wir sporadisch fest oder spontan fest, je nachdem, wie sich der Markt tagsüber entwickelt. Wenn sich tagsüber etwas ergibt, was man sich nachmittags anschauen sollte, was man eventuell schauen könnte, dann tun wir das. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann setze ich kein Webinar an oder lösche das sonst kurzfristig. Diese Freiheit nehmen wir uns in dieser Phase. Ich hoffe, das ist soweit okay. Wir schauen uns dazu aber mal an, was wir bisher gemacht haben oder welche Nummern wir machen. Dazu schauen wir uns mal die Analyse hier von gestern an. Wir machen morgens unseren Tagesplan.
stricken uns den hier aus bestimmten Setups zusammen. Wir beantworten Fragen. Ihr könnt uns gerne mit Fragen löchern. Fragen wie, wie ist dein Kontostand? Hast du heute Morgen schon Zähne geputzt? Die kann man sich, die wird man einfach ignorieren. Aber alles, was Fragen zu unseren Setups sind und so weiter, immer her damit. Wir machen das ja hier, damit ihr es auch versteht. Ne? Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert das etwas länger. Können wir mal gucken. So, der Lutz, der ist jetzt schon über ein Jahr dabei. Ich glaube, verstanden hat er immer noch nicht alles. Außer, dass er hier frech werden darf. Er steht jeden Morgen immer auf, um hier reinzukommen, um seinen Humor zu testen. Wie weit darf man gehen? Grenzen austesten. Habe ich früher in der Schule auch immer gemacht. Aber meistens haben die Lehrer gewonnen. Wenn die Lehrer nicht gewonnen haben, haben sich bei meinem Vater beschwert, dann hat mein Vater hinterher gewonnen. Der war größer, stärker, älter. So. Hier haben wir unseren Plan von gestern. Und bitte nicht, was gebe ich mein Geschwätz von gestern an oder so, sondern wir haben gestern Morgen zu diesem Zeitpunkt hier, in dieser Kerze haben wir das angesetzt, das war unser Plan, dass wir sagen, wir laufen hier runter bis an die 40 beziehungsweise an die 32. Und hier unten holen wir uns ein Longset ab, um mindestens das Tagesziel zu realisieren oder höher zu laufen. Die Aufzeichnung dazu von diesem Webinar findet ihr in unserem YouTube-Kanal. Ich habe diese öffentlichen Webinare auch alle öffentlich geschaltet. Ich glaube, die Webinare gestern waren gar nicht so uninteressant. Falls ihr über Ostern Langeweile habt, lohnt es sich, glaube ich, die mal anzuschauen. Also, unser Plan war, hier runter zu laufen, hier unten eine Drehung hinzulegen und dann idealerweise nach oben zu laufen bis zu 1,0920, 1,0930 ungefähr hier oben. Wir haben dann diese Umkehr hier unten genutzt und dazu schalte ich jetzt mal um. Da war es nicht. Da war es in den 1 Minuten und da haben wir gestern dann an unseren Marken, die wir uns hier erarbeitet haben, an diesen Marken haben wir dann die Long-Position platziert, konnten die relativ schnell mit dem Stop darunter absichern. Ich glaube, wir waren noch bei einem Risiko von 5 Punkten oder so. Könnt mich gerne korrigieren. Ich merke mir viele Sachen, aber das habe ich mir ausnahmsweise mal nicht gemerkt. Aber hier in diesem Bereich haben wir diese Umkehr genutzt, als er unsere Marke angelaufen ist, um das nach oben durchzuziehen. Und dann haben wir die Position hier mit einem Tagesziel geschlossen. Das heißt, wir haben hier bei 33 sowas sind wir rein und haben dann hier oben mit 12 Punkten, als er hier oben dies hochgemacht hat, danach habe ich auf den Knopf gedrückt, habe dann die Reißleine gezogen. Okay, Tagesziel ist dann auch genug. Aber ich glaube, das habe ich nicht hier getan, sondern wir haben diesen Rücklauf sogar wieder hinnehmen müssen und wir haben es erst hier in diesem Bereich abschließen können. Ich wollte einfach frei sein, wollte mein Tagesziel drin haben und das war um zwischen 8:30 und 8:45. Das heißt, wenn andere noch schlafen oder wenn die erst anfangen zu arbeiten oder zu handeln, da wollen wir in der Regel durch sein. Das ist ja unser Ziel. Zur Erläuterung dazu, warum ich meine Positionsgröße so klein eingestellt habe, hier oben. Ja, ich handle alles live. Ich handle nichts im Demo. Ich habe bei Nelson oder bei FX Flat nicht mal ein Demokonto, aber ich bin jetzt hier auf dem VPS, übertrage den, um die Analysen hier zu übertragen. Handeln tue ich, werde ich im Moment auf meinem Rechner hier zu Hause, also nicht erschrecken oder nicht was Falsches denken, dass ich weg bin. Wenn ich kurz mit der Maus verschwunden bin, dann bin ich parallel auf meiner Plattform.
Ich habe hier im Moment auf meinem VPS am laufenden Band Ausfälle, dass der MetaTrader einfach einfriert und wenn ich dann in der Position hänge, das Risiko will ich im Moment nicht eingehen. Ich versuche das über Ostern zu reparieren. Deswegen bitte nicht erschrecken, ich habe hier eine ganz kleine Positionsgröße drin, auch im DAX. Werde ich mit einem DAX handeln, was sonst nicht so ganz üblich ist bei uns und werde auf meinem Rechner die Position platzieren. Also diesen Plan hier, den hat er gestern nicht vervollständigt, der Drecksack, sondern der ist hier hochgeeiert. Gut, er ist auch bis an die 64, man hätte auch 30 Punkte rausholen können. Aber wenn man morgens bei dem Wetterbericht und bei den Wettervorhersagen morgens um 8:45, das heißt jetzt in der Dreiviertelstunde, ich sehe jetzt schon die Sonne da draußen hier langsam bei uns auf den Hofplatz kriechen, dann kann man froh sein, wenn man diesen Tag genießen kann und nicht den ganzen Tag vor der Kiste hocken muss. Wir haben diesen Plan dann hier verendet, aber beendet, nicht verendet. Wir haben diesen Plan hier beendet, aber der ist noch nicht am Ende. Die Marken oben sind immer noch offen und dafür haben wir unseren Plan heute, der dem von gestern ähnelt. Wie ihr seht, er ist nur etwas enger gestrickt. So, und ich wäre, nachdem er gestern den Schwung nach oben verloren hat, schauen wir uns das hier mal an, nachdem er den Schwung nach oben verloren hat, muss man leider Gottes auch langsam vorsichtig werden mit Long-Positionen. Aber wir haben hier unten diese Tiefs ausgebildet, da. Ja? Bei 1,0770, das heißt, unsere Ziele hat er fast genau angelaufen. 1,0777 wollten wir haben und wir waren vor 3 Tagen bei 1,0768. Unsere Ziele hat er hier ganz sauber abgearbeitet, hat auch das Long-Ziel hier nach oben abgearbeitet. Da, das war unser Long-Ziel. Allerdings flackt er hier jetzt und aus diesem Grunde so, das war unsere Long-Bewegung. So, er hat hier einen Spike direkt auf die 61,8 gemacht. Direkt. Hier mit einer Kerze gestern früh zur Eröffnung. Gestern früh zur Eröffnung um 9 einmal diesen Spike, zack, nee, um 8, gestern früh, das war genau diese Nummer, die wir gestern früh mitgenommen haben, hier auf die 61,8, um dann sich wieder nach oben abzuwenden. Das hier ist eine klassische Flagge, die hier schon mit diesem Spike nach unten gestern beendet hätte sein können. Aber wir wissen es noch nicht. Dazu haben wir ja heute unten die 1,0836, was gestern die 32 war. Wenn wir diese Nummer kriegen sollten, 36, müssen wir Stops einplanen unter diesem Tief. Dieses Low haben wir bei 29. Das heißt, wenn wir reingehen, müssen wir Stops dort unten drunter platzieren, weil die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal geholt oder es wird die Flaggenunterkante noch etwas erweitert. Aus dieser Nummer heraus können wir jederzeit diese Bewegung ich rede jetzt einfach hier, ne? Wenn Fragen dazu sind, müsst ihr schreien, ne? Ich weiß, ich laber manchmal ein bisschen viel, aber dafür werde ich auch bezahlt, wenn es auch schlecht bezahlt ist. In Naturalien. Zweimal im Jahr ein Bier. So, und dieses Szenario
kann sich wiederholen. Och, Winnie, 8:02 Uhr, ne? Soll noch mal einer sagen, ich komme zu spät um 7:48 Uhr, ne? Winnie habe ich noch nie vor 8 gesehen, noch nie. Und ich kenne ihn bestimmt 10 Jahre. Er war noch nie vor 8 hier. Immer nur, wenn es nichts kostet und nie pünktlich. So. Und dann hätten wir diesen Lauf noch offen, egal wo wir hier starten. Ihr könnt das mal genauso vorbereiten, so wie ich das gerade tue, weil diese Nummer fängt erst dann an zu laufen, wenn das Rechteck da ist. Wenn ich es hier ansetze an der 61,8, dann wäre das Zeitfenster zu Ende und dann brauchen wir gleich einen Riesenschub bis an die 1,0993. Das wären 140 Punkte. Machbar ist das schon, aber eher unwahrscheinlich. Das heißt, dieses Rechteck setzen wir erst dann an, wenn die Flagge nach oben aufgelöst ist. Und parallel dazu schauen wir mal, ob das überhaupt realistisch ist. Wir landen nämlich dann, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich starten sollten, mit der Bewegung irgendwo hier, jetzt sind wir bei der 32, so, dann landen wir da oben und landen bei der glatten 1,10. Und dann hätten wir diese komplette Abwärtsbewegung in zwei Korrekturbewegungen sauber auskorrigiert. So. Und so würde ich das sehen. So. Machen wir so das. Na Lutz, welche Farbe hättest du denn gerne? Ne? Wir machen ja alles in deiner Größe, machen wir es auch in deiner Farbe. Wie wär's denn heute mal mit Lila? Der letzte Versuch. Pink. Lutz. Lutz wünscht sich Pink. Ja, Magenta, ne? So? Bah, Augenkrebs. Das mache ich nicht mit. Das ist mir, nee, das ist mir zu crazy, mein Freund. So. Da haben wir die Flagge. Da haben wir diese Abwärtsflagge. Hier mal ein Fake raus, da mal ein Fake raus. Also die kann man jetzt so ein bisschen hin und her spielen hier. So. Demnach hätten wir nämlich auch hier jetzt wieder Luft. Bis, wenn er jetzt die Unterkante aufsucht, so hier bis in diesem Bereich. So, bis an diese Unterkante. Jetzt schauen wir mal, die Unterkante wäre jetzt im Moment schon an der 16. Das ist sehr tief. Wäre die 61,8 kaputt. Also gehen wir zurück. Nur das als übergeordnete Nummer hier, ne? Ideal wäre das Szenario jetzt, ja, jetzt kommt er doch. Ideal wäre ja das Szenario jetzt hier so bis an die 41, so bis oder bis an das Tief hier an die 37, so. Das würde mir gut in Kram passen. So ungefähr, so. So. Und dann können wir das nämlich schön hier rüberziehen, so. Zack. So wäre das ein schöner Plan, der würde mir sehr gut gefallen. Dann könnten wir hier hochkommen bis an die 61,8 und knapp unter der 61,8 könnten wir die Limits abholen. Dann, ja, Lutz, machst du bitte mal einen Minuspunkt ins Mutti-Heft, ich zeichne nachher gegen. Nur für die, die es nicht wissen, er hat gerade mit die Farbe gelobt. Er findet das Grau ganz toll und meint, das passt zu meinem Alter. Nein, zu deiner Haarfarbe. So, das heißt jetzt hier runter, schauen wir mal, wie das da. Guck mal hier. Die 53 hat er schon mal genommen. Jetzt dürften wir zügig hier runter an die 42 oder bis an die 36 gehen. Und dort unten werden wir
wieder so wie gestern. Jetzt rennen sie wieder alle planlos rum hier. Jetzt habe ich was vergessen. Hab euren Plan vergessen. So soll der aussehen heute. So. Und dann machen wir das mal so. Da, wo wollen wir hin? Knapp unter die 1,10. Also wollen wir da auch hin. Da, so ist mein Plan. So. Screenshot gefällig. So, um diesen Plan auch durchzuziehen, schalten wir jetzt mal um nach Köln. Nein, wir schalten um in den 1 Minuten. Da. So, das sind genau diese Nummern, wo man dann ganz gerne nervös wird. Kann man jetzt schon? Darf ich jetzt schon? Wie handeln wir sowas jetzt am besten? Wir suchen uns, ja, komm, 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 komm. Ja. Idealerweise kriegen wir ein ähnliches Szenario so wie gestern. Da, auf den Tick unsere Linie. Positionsgröße, wie gesagt, runtergeschraubt. Man kann nämlich jetzt diese Umkehr hier eventuell schon mal nutzen, wenn wir eine Umkehrformation kriegen. Dazu haben wir diese Hilfslinie hier drinne. So, und jetzt lasse ich mich da drüber einstoppen. So. Muss nur 48 ist zu weit. Auf meinem anderen habe ich es auf 46. So. Der kriegt noch zu viel Dampf. Wir nehmen die Order raus. Dann lassen wir ihm noch einen Move bis an die 36. Und dort kann man mit einer Limit arbeiten. 80, 53 sind 27 Punkte. Dann nehmen wir hier 3 Punkte Rücklauf. Ups, nicht 30. 3. So, ich will diesen, wir haben diesen langen Weg vor der Nase. Ich fange hier mit der ersten an. Wieder den gleichen Fehler, ne? Habe ich gestern schon mal gemacht. Ich fange mit der ersten Order hier an und habe die nur ein Drittel. Nur ein Drittel der Positionsgröße. Wenn er die hier unten noch holt, dann habe ich 2 Drittel der Positionsgröße. Kleinen Augenblick. So. Den können wir erstmal vergessen.
Den brauchen wir nicht. Wir wollen ja ungefähr hoch an die 79. Also haben wir hier 130 Punkte drinnen. So, Hilfslinie, unseren Hilfszielbereich angelaufen auf den Tick. Schöne Umkehr. Ich glaube, viel besser konnte ich den jetzt erstmal hier nicht erwischen. Jetzt muss man sich überlegen, was will man damit tun? Was macht man mit dieser Position? Zieht man die jetzt durch? Oder sagt man, Entry ist bei der 46, Tagesziel ist 12, also bin ich hier bei der 57, bei der 58 raus. Ich lege da mal eine Hilfslinie hin. Da draußen scheint die Sonne, also machen wir die ganze Kiste hier mal ein bisschen grün. Da. Das wäre das Tagesziel für die, die mit Tagesziel handeln und sagen, ey, Macker, ich will ja nicht deinem Gelaber hier den ganzen Vormittag zuhören, sondern ich will ja sehen, wie du morgens dir deine Punkte aus dem Markt kitzelst und wie du dein Tagesziel erreichst, von dem du immer so dusselig hier rumschwatzt. Das ist genau diese Nummer. Wir suchen uns diese Bereiche hier. Wenn er jetzt nach oben dreht, das gucken wir uns gleich mal an in 5 Minuten. Und wenn wir dann eine Situation kriegen, dass ich nach unserem Hauptregelwerk nach Euro Pro aufstocken kann, dann würde ich dieses tun. Das hier ist jetzt mein Start. Ich lasse diese Position heute nach oben durchlaufen. Wir haben eine, sag ich mal, saugeile Woche hinter uns. Wir haben gestern Vormittag konnten wir locker 100 Punkte im DAX rausholen. Wir haben gestern früh 12, 15, ich weiß, der ein oder andere hat sogar 30 Punkte im Euro-US-Dollar rausgeholt. Gestern Nachmittag ein sauberes Setup, wo wir ebenfalls im DAX 100 Punkte Short ziehen konnten. Vorgestern Vormittag haben wir von der 550 geschortet, von der 10.550 geschortet, volle Granate. Und wir haben dann am Nachmittag nochmal 100, ich glaube vormittags haben wir 130 Punkte rausgezogen, nachmittags nochmal 150 Punkte rausgezogen aus diesen Positionen und morgens ebenfalls den DAX sauber rausgeholt. Wir haben hier unsere Monatsperformance an 2 Tagen realisiert. Auch wenn die Woche am Montag mit einer 140-Punkte-Verlustposition gestartet ist, das kann passieren, ist auch passiert, aber diese Nummer haben wir lange, lange, lange wieder raus. Wie ziehst du hier den Stop nach? Wie Stop? Was ist ein Stop? Stop ist was für Mädchen. Und ich hatte Stimmbruch und habe keine Beulen im Pullover, also brauche ich auch keinen Stop. Den Stop ziehe ich erst dann nach, wenn ich nach Markttechnik die Chance habe. Die mittelfristige Position hier durchziehen, so wie ich jetzt, würde den Stop dann im 5-Minuten-Chart durchziehen. Das heißt, da der 5-Minuten-Chart unterstützt uns momentan ja auch ein bisschen, ne? Ja. Schöne Umkehrkerze, auf den Tick genau da hingelaufen, schöne Umkehrkerze. Allerdings könnte das hier ein Engulfing werden, was aber unten hat ein bärisches Engulfing nichts zu suchen. Ich würde in diesem Fall dann den Stop nach Markttechnik in 5 Minuten nachziehen. Das heißt, wir brauchen ein neues Hoch hier oben drüber.
Erst wenn wir da oben hinlaufen, würde ich für die mittelfristige Position den Stop nachziehen. Da oben drüber. Erklärung ausreichend? Mein lieber Klaus? Bitte. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Spiel hier an, dieses Szenario an. Wir hatten da das Tief, haben hier das nächste Tief. Gut, das zieht er jetzt durch. Jetzt haben wir hier ein Tief, wir haben hier ein nachlaufendes Tief. Ich wechsle dazu wieder in den 1 Minuten. Ich bin hier im falschen Chart. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Und im Moment gefällt mir das ganz gut, dass ich die normalen Positionsgrößen auf meinem anderen Rechner handle, weil da habe ich nur einen nackten Chart, da habe ich gar nichts drin. Die Analysen mache ich hier. So, demnach hätten wir jetzt hier ein nachlaufendes Tief, schöne Umkehrkerze. Demnach hätten wir hier einen kleinen Doppelboden. Falsche Linie. Jetzt lösche ich bestimmt was anderes mit, wie ich mich kenne. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Demnach hätten wir hier ein Doppelboden mit dieser Nackenlinie bei der 48, 6 Punkte oben drauf, dann wären die anderen Jungs schon im Tagesziel, die das gerne wollen. Guten Morgen, meine liebe Sonja, schon ausgeschlafen? Die kleine Sonja wohnt in der schönen Natur, in der Rhön, wenn mich nicht alles täuscht. Und da schläft man immer gut. Das ist die Natur noch in Ordnung. Wird sie jeden Morgen geweckt von einer Amsel, die sitzt bei ihr auf dem Fensterbrett und hustet. Nee, darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Gestern ein schönes Bild gekriegt von so einem Hund, der ganz erstaunt guckt. So, das ist der Augenblick. Das ist der Augenblick oder das ist der Blick, den dein Hund aufsetzt, wenn derjenige hustet, den er gerade gebissen hat. Großes P in den Augen. Scheiße, falschen erwischt. Ja. Okay, dieses Setup hier haben wir ja ziemlich im Griff, im Blick, ne? Hier müssen wir uns jetzt nicht so lange bei aufschießen. Wir schauen uns eher mal diesen Kumpel hier an. Hier unten habe ich ein paar Order platziert. Und mal gucken, ob ich hier noch mehr finde von... Ne. Ups. Doch, hier ist unsere Nummer von gestern und von vorgestern im DAX. Ein bisschen Häsen dazu. Meine liebe Frau bringt mir gerade ein Käffchen. Muss ja auch mal sein, ne?
Hier haben wir unsere Setups von gestern und vorgestern Nachmittag. Wir haben hier diese Nummer vorgestern Nachmittag, hier diese Nummer durchgeschortet von hier oben an bis darunter. Einmal morgens und dann haben wir diese Geschichte nachmittags nochmal gehandelt und gestern das gleiche Spiel in Grün, nur dass er da nicht komplett durchgelaufen ist. Das war vorgestern. Das war vorgestern Vormittag, das war vorgestern Nachmittag. Hier sieht man die Position sogar noch drin. Ich weiß gar nicht, wie ich die da reingekriegt habe. Da sieht man die Position noch alle drin. Diese Position hier haben wir verachtfacht. Wir haben die am Nachmittag hier gestartet, haben sie hier verdoppelt und haben sie hier vervierfacht. Hier hatten wir die doppelte Positionsgröße und die haben wir hier vervierfacht, hatten wir die achtfache Positionsgröße. Und die haben wir dann hier unten bei dieser Umkehr geschlossen. Gleiches Spiel hatten wir gestern Nachmittag angedacht, dass er hier oben haben wir geschortet in diesem Bereich. Gestern haben hier drunter, da haben wir die Linie noch drin, haben wir die Position aufgestockt. Unser Ziel war viel tiefer. Das hat man nämlich da unten definiert, aber der ist direkt, nachdem wir gestartet waren, in diesem Bereich 100 Punkte gefallen. Jetzt wird dieser Kumpel mir hier ein bisschen unheimlich, weil wir sind hier gleich am letzten Level angekommen. Da. Wir haben hier die Abwärtsbewegung und sind jetzt hier am letzten Korrekturlevel. Viel höher darf dieser Idiot hier nicht fallen. Ja, bin ich, Berthold. War ja auch nur rein unter uns mutigen Paternostern. Die mutigen Paternoster haben wir gestern Abend nochmal eine kleine Short-Position gestartet, die über Nacht geflogen ist. Hier diese letzte Nummer, die müssen wir uns jetzt mal in 5 Minuten etwas genauer anschauen. Obwohl heute ja die meisten schon am Eiermalen sind. Ja. Hier eine schöne Abwärtsbewegung, richtig geil, richtig schön, super ausgeprägt, das Ding in einem Rutsch durch und wir sehen an dem Muster, das ist die Bewegung, das hier ist die Korrektur. Wir haben das doppelte Zeitfenster. Mal gucken, ob das vom Zeitfenster ungefähr passt. Eine Korrektur darf sogar idealerweise mindestens doppelt so lange dauern wie die Bewegung. Super. Natürlich ist das Falsche markiert. So. Dann so, 1, ich lasse mal eine kleine Lücke dazwischen, damit man es besser erkennt. Wir haben jetzt schon fast die dreifache Zeit gebraucht, um das von hier unten wieder langsam hochzukaufen. Auch diese Geschichte hier ist eine bärische Flagge. Und die sollte jetzt verdammt nochmal verfluchte Axt jetzt irgendwo ihr Ende finden. Wenn wir innerhalb hier dieser Flagge jetzt hier einen Bruch kriegen, hier einen Trendwechsel, würde ich diese Nummer direkt wieder shorten, um hier
diese Nummer mitzukriegen. Ich wechsle gleich wieder in den Euro. Und dann haben wir auch diese Geschichte hier noch offen, da die schon mal wesentlich flacher verläuft. Seht ihr das? Und nach dem Start, so sehen wir da, hier hat er gestern nach dem Ausbruch aus diesem Kanal, gestern Abend, hier, da hat er einfach nochmal Gas gegeben. Seitdem hält er sich oberhalb von diesem Kanal und bewegt sich in diesem hier. Gell? Kommen wir gleich drauf zurück. So. Ja, Euro hat ein neues Hoch, ne? Sollte aber jetzt nach dem Bruch von dieser Linie hier wenigstens durchziehen bis da oben hin. Auch hier. Ich merke jetzt in dem Chart hier nicht drin herummalen. Auch hier legt man auf die Aufwärtsbewegung hier in Fibo, dann wisst ihr, wie weit er laufen darf bis dahin. Dann haben wir die erste Bewegung, dann die Korrektur und dann kriegen wir gleich die zweite Bewegung. Unser Euro pro Setup passt noch nicht. Wir sind in einem 5 Minuten Abwärtstrend. Das finde ich immer erstaunlich. Der Andreas K., guten Morgen, wo wäre denn der Einstieg im DAX? Ich finde das erstaunlich. Bitte nicht übel nehmen. Ich weiß, ich habe manchmal eine große Klappe. Bitte nicht übel nehmen. Aber hier sind sehr, 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 sehr viele Anfänger. Ich weiß das, dass es viele Anfänger sind, weil einige etliche hier bei uns in der Facebook-Gruppe sind. Und wenn in der Facebook-Gruppe beantwortet man bei uns Fragen und bei den Fragen, ja, bist du schon länger am Forex-Markt? Ja oder nein? Ja, bin schon länger. Und das Gros bewegt sich in den Kinderschuhen. Und die, die in den Kinderschuhen stecken, die fragen nach einem Einstieg im DAX. Der DAX ist was für hartgesottene Hunde im Moment. Nerven wie Stahlseile und der Frau das Taschengeld vorher wegnehmen oder gar nicht erzählen, dass man ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Ansonsten kommt man mit dem DAX überhaupt nicht klar. Der hat diese Woche, wir haben letzten Freitag bei der 9.440, glaube ich, geschlossen und sind jetzt bei 10.400. Wir haben 1.000 Punkte nach oben gemacht. Hier bewegen wir uns ganz sachte. Wie ihr seht, wir können hier mit engen Stops, 17 Punkte Stops, Stop ist schon viel. Deswegen bin ich auch mit einer kleinen Positionsgröße da rein. Das Beste ist doch einfach erstmal lernen, aus dem Chart zu lesen und zu verstehen, was passiert hier überhaupt. Und wenn man sich dann hier so eine Position mit 10, 12 Punkten rausholt, 10, 12 Punkte mit einem Standardlot, das heißt mit $10 pro Punkt, dann ist man bei $120. Und wenn man die morgens um 8:45 verdient hat, dann ist das doch, glaube ich, okay, oder? Stell dir vor, du arbeitest jeden Morgen eine Stunde und gehst mit 2.000 Euro im Monat nach Hause. Aber nein, man muss sich ja da rumtummeln, wo sich alle rumtummeln, weil da die Bewegung schneller sind, weil es hier mehr zu holen gibt, ne? Kann man ja viel mehr Geld verdienen. Nein, man kann auch viel mehr Geld verlieren. Ja, wir sehen, wie diese Flagge sich Stück für Stück ausbaut. Hier unten haben wir erst den Bruch, diesen Ausbruch aus der Flagge. Deswegen habe ich da drunter meine Short-Positionen hier platziert. So, ich mache jetzt mal den draus. Ja, ihr seht hier unsere Pläne, so wie wir die morgens mal gemacht haben. Wann haben wir das denn? Am 7. April. Mal gucken, ob ich das noch eine Zeiteinheit tiefer kriege. Ups.
Da haben wir unsere Pläne gezeichnet und gesagt, okay, guckt euch das mal an. Hier, da haben wir unsere Linie drinne, die wir dann auch am 7. April, dann haben wir das schön handeln konnten. Hier den Bruch, dann wieder hoch, da und dann die nächste Nummer nach unten durch. So planen wir, so handeln wir. Jetzt sieht es eher danach aus, als wenn er sich hier oben nochmal dieser ganzen Geschichte nähert. Die Jungs, die ein bisschen mutiger unterwegs sind, wo habe ich den jetzt? Ich hatte doch eben schon mal ein Fibo drauf, da. Da, so wie ich jetzt. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein nachlaufendes Hoch und ich shorte diese Kiste mit einem Stop da oben drüber. So, und würde diesen Trendwechsel hier direkt pyramidisieren. Ein Hoch, ein nachlaufendes Hoch. Ich nehme mal ein paar Sachen raus. Da. Ein Hoch, ein nachlaufendes Hoch unterstützt hier knapp oben drüber die 76,4. Da lege ich meinen Stop oben drüber. Hoch, nachlaufendes Hoch. Könnte in der ganzen Bewegung ein Doppeltop sein. Wenn das ein Doppeltop ergibt, haben wir da die Nackenlinie. Dann dürfen wir auf jeden Fall diese Nummer von da nach da duplizieren. Und wenn wir die von da nach da duplizieren, dann haben wir hier unten da, dann sind wir bei 10.409. Ich will die Position hier in diesem Bereich aufstocken, Stop, dann Break-Even ziehen und dann diese Nummer hier unten zum Teil glattstellen. Setup verstanden? Okay, wieder die Frage, klar, warum Short? Wir sind doch in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Der DAX erholt sich seit der 8.100 da unten. Wir waren ja sogar mal außerhalb der Börse, waren wir sogar mal knapp unter 8.000. Warum shortest du in diesem Bereich? Warum bist du immer short unterwegs? Ich weiß, ein Kollege muss ich den gleichen Angriffen in Gänsefüßchen aussetzen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich hier jetzt mit einem kleineren Risiko reinkomme. Ich habe hier jetzt eine geile Kombination. Das ist für mich jetzt ein Regelwerk. Ich habe dieses Regelwerk Doppeltop, Dreifachtop hier. Diese Nummer habe ich jetzt als Regelwerk. Ich habe die 76,4 im Rücken. Wir haben gleich um 9 Uhr ein riesiges Gap. So, weil wir haben gestern Abend einen Schlusskurs um 18.30 Uhr gehabt. Da. Einen Schlusskurs bei 10.340. Das heißt, die Jungs, die jetzt gleich um 9 reinkommen, die unterstützen mich noch, weil die sehen einen 120-Punkte-Gap, wenn die anfangen wollen, das zu schließen. Die Frankfurter Jungen, wenn die das anfangen zu schließen, werden die sich auf jeden Fall Richtung Süden begeben. Ich kann dort oben mein Risiko noch weiter minimieren. Deswegen shorte ich, deswegen stelle ich mich gegen den Markt. Okay? Wenn ihr es verstanden habt, bitte mal die Hand heben und sagen, ja, Fatih, ja, lieber Nelson, ich habe das verstanden. Obwohl Nelson das wahrscheinlich nicht verstanden hat. Der geht wieder nachher zu Wolle und sagt, Wolle, hast du das heute Morgen mitgekriegt? Also, deswegen diese Setups hier. Wir sehen immer wieder so eine nachlaufenden Hochs hier, die führen immer zu kurzen Rückschlägen hier. Und diesen kurzen Rückschlag, den will ich einfach mitnehmen. Gut. So. Blick weg. Guckt mal da.
So, Entry bei 46, ja, bei 53, das ist noch nicht so viel, aber wir sehen hier, sehen wir unsere Marken, ne? 53,5, zack. Und schon gab es ein Retour. Wie sagt der Schweizer, eine Retour? Oder? Retour. Und wir haben ich muss A gleich C fast vollständig. Ah, fehlt ein kleiner Tick. Ich muss ja nochmal retour. Oder? Gibt es Statistiken, wie oft die Gaps geschlossen werden? Was ist deine Erfahrung? Es gibt mit Sicherheit Statistiken, aber ich traue keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Ich halte von Statistiken gar nichts. Und was ist meine Erfahrung? Meine Erfahrung ist, dass weibliche Personen das schwierigere Geschlecht auf dieser Erde sind. Also, sehe ich so. Also, es gab, ich habe vor Jahren, also bestimmt 10 Jahre her, habe ich mein Geld Sonntagnacht verdient. Nein, nicht auf dem Strich. Ich habe mein Geld Sonntagnacht verdient, weil ich mir Tabellen gemacht habe mit Schlusskursen vom Freitag. Vom Freitagabend habe mir dann einen Broker gesucht, das war damals noch die Saxo Bank, und habe mir außerbörsliche Kurse dann anzeigen lassen, weil dort fingen die außerbörslichen Kurse Sonntagabend um 9 an zu laufen. Habe mir dann dort die Kurse geholt um 21 Uhr und habe die in die Tabelle eingetragen, die um 21 Uhr waren, habe dann die Tabelle nach Prioritäten geordnet und habe dann um 23 Uhr bei Börseneröffnung diese Positionen nach den Gaps eröffnet und bin oft Sonntagnacht ins Bettchen gefallen um 1 oder um 2 und hatte mein Wochenziel lange im Sack. Da konnte man seinen Hintern drauf verwetten, dass so eine Gaps geschlossen werden. Heute eher nicht mehr so interessant. Aber auf jeden Fall könnte es erstmal einen Schub geben. Und wenn wir erstmal einen Schub kriegen, wenn wir den Schub wenigstens hier drunter kriegen, da, unter dieses Tief, besser sogar noch unter dieses Tief hier, da, einen kurzen Schub bis da drunter, dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Chance, meinen Stop aus dem Risiko zu nehmen. Dann fühle ich mich schon mal etwas wohler. Aber das wird erst um 9 Uhr passieren. Eher werden wir hier wohl nicht allzu viel sehen. So. Der Junge nimmt jetzt mal den nächsten Anlauf. Schlusskurs da oben drüber. Wir haben den Entry dann unter diesen Tiefs. Wenn wir hier den Schlusskurs oben drüber kriegen oder wenn wir da oben drüber schießen, würde ich diese Position da oben aufstocken. In dem Moment, wo ich die Position dort oben aufstocke, würde ich diese Limit hier unten schließen und meinen Stop hier unten drunter ziehen. Nachvollziehbar? Keiner sagt das. Seid ihr immer so faul, jeden Morgen? Oder seid ihr noch nicht wach? Keiner sagt was.
noch nicht wach, bitte nochmal. Kann ich die bitte nochmal sehen? So. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, sonst heißt es nachher irgendwie, ich animiere die Leute oder so. Ich würde mir sogar so eine Umkehrformation hier aus der Korrektur, zum Beispiel, wenn wir von Scalpen reden, ne? Wir reden ja von kurzfristigen Positionen, ne? Würde ich sogar sehen, wenn ich jetzt so eine Umkehrformation kriege, hier oben drüber, jetzt gleich zum Beispiel die nächste Position drauf zu knocken mit für die aufgestockte Position den Stop direkt da unten drunter. Wenn ich den hier jetzt einstelle im Trading und sage Last in, First out, okay, das passt. Dann könnte ich nämlich jetzt einen da oben drüber setzen. Das mache ich in der Regel aber nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Wenn mir keiner zuguckt, keiner auf die Finger guckt, dann macht sowas Spaß, weil dann kann ich mich auch konzentrieren und muss nicht noch sabbeln und Fragen lesen und andere Charts im Blick behalten. Na komm, dann kann man auch hier oben drüber, man kann natürlich auch einen Chart wechseln, ne? Man kann auch die Strategie wechseln, in eine andere Strategie gehen und das ist mir jetzt zu heiß, man muss jetzt ein neues Chartfenster aufmachen, im 1-Minuten-Chart und da dann hier eine Position oben drüber mit einem Stop da unten drunter. Das sind so meine Lieblinge, die ich morgens gerne mal mache. Das wäre Einstieg bei 49 mit einem Stop bei 45,9. Also die wäre noch nicht geholt. Jetzt würde ich die löschen. Nein, er hat das Tief noch nicht kaputt gemacht. Jetzt würde ich die erst löschen. Das sind dann Dinge, die machen morgens auch mal richtig Spaß. Guck mal hier, da das Tief, ganz kurz durch. Und dann zack, drauf und einen da unten drunter gleich wieder raus. So, den haben wir jetzt hier reingepackt. Da, das ist der, den wir gerade aufgemacht haben. Bei 46. Gell? Und mein Stop liegt bei 44,9. Das heißt, ich arbeite hier mit dieser Position hier jetzt mit 2 Punkten Risiko. Das sind Dinge, die machen richtig Spaß. Das ist Scalpen. Wie oft kaufen Sie so eine Position nach? Radek, mein Lieber, erstmal gibt es bei uns kein Sie. Ich bin der Thorsten, guten Morgen. Und das Zweite ist, solange wie ich hier konzentriert davor sitzen kann, pyramidisiere ich, was das Zeug hält. Ich will eine Möglichkeit da oben im Ziel mit einer Position ankommen, so groß wie es irgendwie geht. Na komm, ich würde den Schub ja ganz gerne hier noch mitnehmen gleich. Ah.
wenigstens damit man sieht, dass das ein bisschen funktioniert, was wir hier machen. So. Guckst du. So machen wir das. Jetzt haben wir die, die wir jetzt hier unten draufgelegt haben, die habe ich jetzt hier abgesichert. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Wenn wir jetzt hier oben noch über die 58 gehen, dann stocke ich nachher nach Euro pro nochmal auf. Da wird die DAX-Position geflogen. Ja, komm. Gib Gas. Jo. Na, mach sie jetzt keinen Schweinkram hier, oder? So, den ziehe ich jetzt schon mal BE. Und die Sell-Stop kann ich löschen. Zack. Auf geht's. Position verdreifacht. Ja, ich muss zwei Plattformen bedienen hier. Danke. Den starte ich wieder. Diese Umkehr hier und der Schlusskurs da unten drunter. Danke für den Hinweis. Ja, ich bin jetzt etwas konzentriert hier. Entschuldigung. Kleiner Augenblick. Kannst du mir mein Surface bitte mal holen? Sorry, muss mir nur einen Laptop dazu holen lassen, sonst wird das jetzt hier ein bisschen eng und wir warten heute einfach mal die Nummer ab, oder? Die Eröffnung, wir haben ja auch bloß noch 8 Minuten. Jetzt haben wir A gleich C hier komplettiert. Den Jungen, den werde ich jetzt ein bisschen
da die Position verdreifacht. Die Jungs, die hier unten gestartet sind, die haben ihr Tagesziel dicke drin. Die sollten jetzt darüber nachdenken, ob sie die Position jetzt schließen, ihr Tagesziel glattstellen und sagen, leck mir eine Föt heute. Draußen scheint die Sonne scheint, die Füße stinken, es ist Zeit, ein Bier zu trinken. Kann man ja tun. Respekt, wovor? Mein Lieber. Zack. Das ist das, was ich immer sage. Das ist, wenn ich jetzt so ein Setup habe, so wie hier, und sage, ich habe hier die FIBO-Nummer im Rücken und ich fliege hier raus, ja, dann fliege ich raus. Aber wenn ich dann so eine Kerze kriege, dann habe ich doch das gleiche Setup. Das ist doch trotzdem gültig. So, wenn ich hier rausfliege, dann bin ich heilfroh, dass ich da rausgeflogen bin, weil da war ich gut abgesichert. War eine gute Idee, den Stop da hinzuziehen. Aber ich bin doch jetzt fast genauso drin, wie ich rausgeflogen bin. Was soll's? Mein Setup hat auch immer noch Gültigkeit. Das wurde hier nur ganz kurz verletzt. Aber ich kann ja meinen Stop nicht 30 Punkte da oben drüber legen und in der Hoffnung, dass er nicht geholt wird. Nein, dann lasse ich ihn lieber einmal holen und dann haue ich wieder drauf. Feuer, Marianne, so macht man das. Ja, ich habe auf dem Bildschirm hier zwei Plattformen und die zweite, die läuft nicht so stabil, deswegen muss ich mir jetzt einen zweiten Laptop dazu holen lassen. Entschuldigung, aber mein Weibchen hilft mir immer gerne, deswegen ist sie ja hier morgens immer in der Zack, ja, so, und den kleinen Stück hinterher. Entschuldigung. So, Jungs und Mädels, und jetzt sagt mir bitte mal, warum ihr dann noch den Dow und Gold und Bobble und all möglichen Scheiß handeln wollt. Also ich bin jetzt an der Belastungsgrenze. Und dann nach Möglichkeit noch bei drei Brokern. Ne? Anstatt sich auf einen Broker zu konzentrieren und dort seine Punkte rauszukitzeln. Das machst du nebenbei. Ja? Dafür backe ich nebenbei Brötchen. Ne? Den Laptop, den ich mir gerade holen lassen habe, oder den Conny mir gerade geholt hat, der steht sonst in der Küche, weil ich nebenbei Mehl sieben muss. Ne? Ich muss das ja auch mal lernen. Ne? So, wir haben es 55, also noch ein bisschen Zeit. So. Und diese Nummer hier, wer die jetzt hier unten mitgenommen hat, wir sind hier gestartet. Der kann jetzt locker sein Tagesziel realisieren. Das sind jetzt 0,3 Lot. Ich habe erklärt, warum ich hier mit kleineren Positionen handle. So, wenn man jetzt diese Nummer, so wie ich standardmäßig mit 3 Lot handelt, sind das 250 Euro oder 250 Dollar. Und wir sind noch vor 9 Uhr. Dann kann man da locker die Reißleine ziehen und sagen, wisst ihr was, Jungs, ihr könnt mich heute mal. Ich kümmere mich da draußen ein bisschen um die Natur. Eier anmalen. Ja, mein Ziel habe ich doch definiert, oder? Da oben wollen wir hin. Ich will mittelfristig laufen lassen, ja. So, hier haben wir die 58, ja, zack, da müssen wir jetzt oben drüber, weil erst dann haben wir einen Trendwechsel in 5 Minuten. Und wenn wir den Trendwechsel in 5 Minuten haben, dann kann ich drüber nachdenken, dann nach Euro Pro nochmal aufstocken.
Guten Morgen, vielen Dank. Super Trades, hier ist super was zu lernen. Sag ich doch, Dirk. Rede ich schon 12 Jahre von, 14 Jahre. Aber danke für die Blumen. Dafür tun wir das, dafür macht es Spaß. Wenn ihr noch was lernt, das ist ja noch geiler. Auch jetzt müssen wir damit rechnen, dass der DAX nochmal nach oben durchzieht. Und das Hoch nochmal kaputt macht. Und wir könnten aber auch genauso gut dann kurz runterziehen bis an die 10.380 ungefähr. Rund, also jetzt 100 Punkte runter, um dann wieder hochzulaufen an die 10.450. Dann hätten wir eine schöne SKS. Aber ich konzentriere mich hier erstmal jetzt auf den Euro, der ist mir wichtiger. DAX ist nur ein Beiboot. Hier wollen wir morgens unsere Nummer rauskitzeln. So, da haben wir unsere Wolke. Und unser Filter kommt auch gleich. Komm, geben wir noch ein bisschen Farbe. Da, kurz ein bisschen rot geworden. Jetzt dürfte er sich gleich wieder blau färben. Und dann dürfen wir nach Euro Pro aufstocken in der nächsten Korrektur. Wir haben jetzt 59. So. DAX wieder geflogen. Neun Uhr. Ja, immer schöne kleine Position. Gleiches Spiel, Eröffnung sofort wieder da unten drunter. So, der hier ist ausschlaggebend. Wir sind bei der 62. Los, zieh durch, mein Junge. So, ab jetzt. Hier haben wir ein neues Hoch. Wir haben hier jetzt eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. Hier der Abwärtstrend ist noch gültig, aber wir haben diese Geschichte hier jetzt. Auch hoffentlich gleich die 76 kaputt gemacht. Und dann hoch, erst da oben drüber werden wir nach Euro Pro aufstocken. Na, läuft da, der gute. Zieh durch, Mignon. Die habe ich vorhin falsch gezogen. Keiner sagt was. Feine Freunde hier, echt. Wer so eine Freundin hat, braucht keine Feinde.
Mein Hintergrund wird nicht blau. Die blaue Tinte ist alle. Muss ich erst nachfüllen. Du warst doch hier im Seminar, also musst du es wissen. Guckst du in die Unterlagen? Dreifache Position, das heißt, ich muss meinen Stop jetzt 4 Punkte in den Gewinn ziehen, dahin. Dreifache Position, 4 Punkte im Gewinn, entspricht 12 Punkten, also einem Tagesziel. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt mit diesem Stop rausfliege, jetzt ist mein Tagesziel komplett abgesichert. Und jetzt lassen wir ihn laufen. Ja, und der kommt auch wieder. Hier müssen wir aufpassen, im DAX, der macht die ersten 10, 15 Minuten oft Scheiße. Die Eröffnung hier ist sehr gut. Wenn wir den Schlusskurs hier irgendwo kriegen, kriegen wir ein bärisches Harami. Ein bärisches Harami würde ich direkt mit der nächsten Kerze aufstocken. Sobald die nächste Kerze rot startet. Das hier sehe, haben wir hier ein Doppeltopf fabriziert. Guck mal da. Da muss er erstmal zügig durch jetzt. Puh. Ihr seid schon anstrengend. Okay. Also. Über der Grün, wenn wir einen Schlusskurs über der grünen Linie kriegen, dann kann man den Bruch, dann die Bestätigung abwarten, dann kann man eventuell aufstocken. Aber erst ab der grünen Linie greift unser Regelwerk Euro Pro. Ab da kann man nach Euro Pro handeln. Da du keinen Euro Pro hast, weißt du ja auch nicht, wo du aufstocken sollst. Aber ich hätte da noch einen Lizenzschlüssel im Regal, falls du Bedarf hast, bei uns mitzumischen, gell? Okay. So, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Jetzt ist gut. Ihr habt mich heute genug gestresst. Nein, Quatsch. Macht ja Spaß, wenn es so läuft, oder? Ich hoffe, es war für euch in Ordnung. Wenn ihr möchtet, bei Nelson oder bei uns auf der Seite findet ihr unseren Link für die Webinare nächste Woche. Es werden mindestens 3, im schlechten Fall wären es 3, im besten Fall wären es 6 Webinare nächste Woche, die wir gemeinsam machen können. Ihr müsst euch nur dafür anmelden. Den Link findet ihr in den Newsletter von uns und in dem Newsletter von FX Flat. Und auch auf der Webseite von FX Flat und von uns, dann könnt ihr euch nächste Woche kostenlos dazu anmelden und die Aufzeichnungen findet ihr in unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe für euch, es war einigermaßen verständlich. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich hoffe, meine Klappe war heute nicht zu groß und möchte damit Danke sagen an die zahlreiche Teilnahme. Tagesziel konntet ihr locker realisieren. Aufzeichnung findet ihr in circa 2 Stunden in unserem YouTube-Kanal und ihr müsst nichts weiter machen, als euch die Aufzeichnung anschauen und vielleicht auch mal einen Daumen nach oben oder sowas geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es scheiße war, dann behaltet es einfach für euch oder sagt es mir. Dann werde ich in Zukunft daran was ändern. Okay? Sobald die Videos hochgeladen sind, findet ihr auch dann was auf Facebook oder so in unseren Kanälen. Okay? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine frohe Ostern.
wenn ihr schon in die Osterferien geht oder in die Osterfeiertage geht, bleibt schön zu Hause, ne? Mutti sagt, wir dürfen ja nicht raus. Und zu Hause schön aufpassen, ne? Nicht so kompliziert. Denkt immer dran, so an die jüngere Generation, ne? Nicht an die Lutz-Generation, sondern eher an die jüngere. Denkt dran, wer Ostern in den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung. Also schön vorsichtig bleiben, ne? Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder, entweder heute Nachmittag oder wir sehen uns wieder nächste Woche am Dienstagmorgen. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Morgen, schönes Wochenende, falls wir uns heute Nachmittag nicht hören. Tschüss, tschüss, moin, moin und danke an Nelson und FX Flat. Euch auch schöne Feiertage. Tschüss, tschüss. Ja, danke schön, Thorsten. Hätte ich gewusst, dass ich heute Überstunden machen muss, hätte einen Schluck Eistee mehr getrunken heute Morgen. Glückwunsch ja. Zum Eurotrade. Wirklich super. Und danke an alle Teilnehmer. Du hast alles schon gesagt. Schöne Feiertage. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Passen Sie auch für die Positionen auf. Aufzeichnung kommt auch bei uns so schnell wie möglich online. Bis dann. Tschüss.